So, da ist nämlich die Brücke. Und dann fahren wir jetzt hier die Brücke einfach hoch. Normalerweise, wo du das Auto bekommst, ne? Wisst ihr ja schon Bescheid. Ob das jetzt nochmal geht? Ich glaube ja. Dann könnte man das Auto eigentlich immer benutzen. Ich glaube, das sollte eigentlich nochmal funktionieren. Also, sollte eigentlich machbar sein, dass du das Auto nochmal bekommst. Naja, können wir mal ausprobieren dann irgendwann. So. Wenigstens haben wir dieses Auto ein bisschen besser unter Kontrolle als dieses Crazy Horse. So, da ist irgendwas mit dem LKW. Ich glaube, du darfst nicht schneller fahren oder du darfst nicht unter 60 kommen. Ist auch assi und schwer. Nee, das war woanders da. Ich weiß gar nicht, mit dem LKW musst du was anders machen. Warum steht da ein weißer... Achso, weil wir das Grüne da geklaut haben. Ja. Irgendwann stehen hier die ganzen Autos voll. Schade, dass du nicht zum Waffenladen gehen kannst und die Autos einfach explodieren lassen kannst mit Granaten oder so. Schade, schade. Upsa. So, haben wir das auch schon mal geschafft. Gut. Dann stellen wir natürlich netterweise zu dem anderen Schätzchen. Ja? Oh, die Scheiße, die Scheibe ist kaputt. Warum das denn? Wie ist denn das passiert? Hä? Kann gar nicht. Nirgendwo dran gekommen. Oder? Doch? Weiß gerade nicht. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Vielleicht wird die nächstes Mal nochmal repariert jetzt. Mal gucken. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal. Auf jeden Fall können wir hier auch noch einsteigen, glaube ich. Ja. So. Tür auf. Tu. Spiel gespeichert. Ihr fällt mir. So, dann fahren wir mal kurz zu Saleris Bar. Da nehmen wir uns aber keine neuen Karre. Sondern nehmen jetzt die Karre einfach. Weil sonst stehen hier zigtausend Autos. Und probieren das mal mit dem grünen Auto. Ob das funktioniert. So. 3, 4, 5. Haben doch schon mal ein paar Autos gesammelt. Das ist doch geil. Irgendwann ist da alles wieder voller Weiß wie bei der letzten Mission. Nur zur Erholung ist das ja dann. Wo da schon relativ viele Autos stehen bei Saleris Bar, wenn du da immer vorbeifährst, ey, lauter weiße Striche. Ja. Wie gesagt, das mit dem ersten Typ da direkt, das würde ich euch raten, einfach das Auto da vorstellen, weil der rennt hier überall rum und irgendwann rennt er, dann hat er sein Ziel erreicht, dann müsst ihr es nochmal machen. Der ist wirklich schnell und ich glaube, man kann den halt aus der Ferne dann töten. Das ist machbar mit der Pistole, also mit der Colt. Aber so ist die einfachste Variante. Zwei Schüsse, Kopf, Kopf, tot. Ja, zwei Kugeln verschwendet. Also das ist wirklich das Klügste, was du machen kannst. Finde ich jetzt. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt, aber ich versuche das halt so einfach zu halten wie möglich. So, gut. Ja, Leute, bei uns liegt wieder Schnee. Auch nochmal so zur Info. Deswegen höre ich mich auch nicht so begeistert an, weil es ist wieder kalt, windig, stürmig. Kam letztens wieder voll der krasse Sturm. Überall Schnee und boah. Jetzt hast du mir ja sowas von keinen Bock drauf, wenn da als Schnee liegt, ne? Weißt du, es war alles grün, Sonne hat gescheint, es war geiles Wetter, hättest du dich draußen hinsetzen können und so. Also hast du ja auch, aber ja, kommt einfach so ein Bullshit. So ein Scheißwagen. Von dem Wagen, den wir da jetzt haben, ja, den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil den hatten wir ja schon, den roten Wagen. Ne? Ich überlege jetzt halt noch so, was denn jetzt noch einfach ist. Weil ich glaube, jetzt kommen so langsam Missionen. Die sind schon extremst assi. Sagen wir es mal so. So, da ist auch die grüne Karre, aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht nochmal stehlen. Vielleicht, ich hole mir dann glaube ich mal die rote Karre, weil ich glaube das geht nämlich noch, weil das ja eigentlich immer noch vom Spiel so ist. Da haben wir wenigstens einen in der Garage stehen und der eins lasse ich immer vor unserem Haus stehen, dass wir das immer zum Fahren benutzen. Und nicht mal alle anderen Autos. Klar, wenn man jetzt woanders da ist und dann, ne,
muss man halt gucken. Vielleicht stelle ich dann auch nochmal irgendein anderes Auto da vorne, was da ja stand. Laufe ich da halt schnell hin und stelle es dann dahin zum Hinfahren und ja, das muss man mal gucken. Schon irgendwie machbar. So. Das grüne Auto hier hat anscheinend nichts gebracht. Normalerweise scheiße ich ja eigentlich drauf, so Farbe, aber so. Aber ich will jetzt mal probieren, ob das wirklich geht, weil wir bekommen ja dann noch. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Was ich nämlich irgendwie voll kacke finde. Oder irgendwie gay. Warum das so ist, verstehe ich halt nicht. Und deswegen möchte ich das einfach mal ausprobieren. Und das grüne Auto bekommst du, glaube ich. Okay, wenn das jetzt nicht geht, ja, dann wüsste ich noch eine Lösung. Dann müsste ich euch das mal zeigen. Ich wüsste da noch eine Lösung. Wie man das grüne Auto freischalten könnte. Wenn es da kommt. Ich weiß es nicht. Müssen wir ausprobieren. Aber das ist ja halt schon komisch. Du bekommst das grüne Auto da schon, ne? Hm. So. Fahren wir wieder hier rüber. Pass auf, Mama. Ist halt auch irgendwie voll die geile Gegend, dass du da wohnst, ne? Finde ich cool gemacht. Was vielleicht noch geiler wäre, wenn du Pauli oder Sam oder Don Saleri so als Auswahl hättest, dann werde ich begleiten. Es gibt einen Mod, das weiß ich. Da kannst du verschiedene dich anziehen und so und Scheiß und bla. Aber einfach so. Vom Spiel her wäre es auch geil. Ne? Leute, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe sowas von keinen Bock mehr auf diesen scheiße Schnee. Ohne Witz. Ohne Witz. Weil der nervt so. Nehmen wir dann diese Schneeräume und Schaufeln und. Mein Gott. Oh, ich habe jetzt mal extra hier lang. Ich bin jetzt extra mal hier lang gefahren, um zu gucken, ob wir hier Dings haben. Ob die Waffen da liegen lassen haben. Doch, vielleicht, aber ich habe nichts gesehen. Es sah aber doch voll so aus, dass sie die Waffe da fallen lassen. Hm. Naja, Komik, Komik. Hoboken. Ja. Wenn wir da weiter geradeaus fahren jetzt, dann gibt's da eine. Ups, oder? Dann gibt's da eine, ich glaube, eine richtig Assi-Mission. Die habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Werde ich auch nicht schaffen. Weil ich habe die mal versucht, aber keine Chance. Wenn, dann werde ich das auch nur kurz, ganz, ganz knapp schaffen. Wenn überhaupt. Meine Fahrstile haben sich ein bisschen verändert. Also ich fahre jetzt ja auch ein bisschen besser. Ich kenne jetzt auch ein bisschen die Wege so. Ne? Links, rechts und so. Kombination, wisst ihr Bescheid. Deswegen einfach mal gucken, ob ich es doch dann vielleicht schaffe. Wäre echt nice. Ob ich hier alles schaffen würde. Das wäre extrem purer Luxus, finde ich. So, wir stellen die Karre jetzt einfach mal hier unprofessionell hin. So. Lass die Karre einfach mal da stehen. Mach es mal zu, sicherheitshalber. So. Das da. Speichern. Spiel ist gespeichert. Dann gucken wir doch mal. Nein, nicht neu anfangen. Boah. Obwohl. Na. Das muss man andermal. Ah, wir gucken dann einfach mal. So, freie Fahrt. Coupé. Das gibt's nicht. Das weiß nicht. Mein Gott, ey. So, Bolt Tower. Ja. Und zwar Autoprämie. Ich zeige euch das jetzt mal. Ja. Was ich meine. Die da. Ja. Wir haben nur weiß. Aber diese Farbe gibt's auch. Und das zeige ich euch jetzt, wie man die dann bekommt. Also da fahren wir jetzt als nächstes hin.
Ist wahrscheinlich auch eine schwierige Mission, weil die Farbe sieht geiler aus als weiß, finde ich. Ja, braun. Und es gibt jetzt halt noch. Das Ding hätte ich gern gehabt. Crazy Horse. Weil das war's. Ah, das wird mir jetzt erst angezeigt, was für Wagen wir haben, oder was? Aber warte mal, habe ich den jetzt über. Bin ich jetzt zu schnell gewesen? Ja, hier. Da, ja. Wir haben Rot und Blau und Grün. Wo ist Grün? Die drei Farben gibt's. Aber warum haben wir Grün nicht? Und die Farbe, ja, Silber haben wir, Rot haben wir und Grün. Wo zur Hölle kommt Grün her? Weißt du, das verstehe ich nicht, warum wir diese Farben nicht haben. Das regt mich so auf. Warum? Ja. Und Schwarz und Orange. Wir haben nur Orange. Genau wie hier. Gibt es kein Schwarz. Ja. Es ist ja. Es ist genau das, was ich nicht verstehe. Tor, ja. Orange. So. Und wenn du jetzt hier gehst auf Silber, ja, dann ist ja nur Silber. Aber Rot haben wir nicht. Also, es ist Kacke. Ich weiß auch nicht. Na gut, deswegen fahren wir jetzt mal Spiel laden, das da. Und fahren jetzt mal. Wohin wollte ich fahren? Wohin wollte ich fahren? Ja, das machen wir erstmal auf hier und fahren mit der grünen Karre. Weil das hat ja nichts gebracht. Naja, wir bekommen die Autos ja frei, die wir dann, wenn wir jetzt Glück und du hast ein Bonusauto erhalten, dann haben wir die ja freigeschaltet. Da müssen wir das mal ein andermal ausprobieren. Ich wüsste, glaube ich, dann auch schon, wie gesagt. So, wo wollte ich denn jetzt hinfahren noch? Wo gab es denn noch was? Wo gab es denn noch? Ach so. Ja, jetzt weiß ich wieder wohin. Ich wollte ja dieses Braun haben. Oh, mal gucken, ob das geht. Weil der Typ hat nämlich das Auto auch gespeichert und dann hatte der Braun. Das probiere ich jetzt nämlich mal. So. Ich muss mal kurz überlegen, wo war das? Das war da oben irgendwo. Also fahren wir jetzt rechts. So. Fahren wir nochmal rechts. Ah, ich werde immer ganz verrückt, wenn ich weiße Autos sehe. Mann. Ist halt so. Ah, ja, genau. Das wollte ich euch jetzt auch mal zeigen. Boah, ob das noch geht. Das will ich jetzt wissen. Alter Vater. Das möchte ich jetzt nochmal ausprobieren. Wartet mal. Das war ja auch immer sowas. Wir haben das Spiel ja gespeichert. Das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Das möchte ich jetzt euch unbedingt zeigen. Das war aber nicht da oben. Stimmt. Das war woanders. Das war. Alter, da bin ich echt mal gespannt, ob das jetzt geht. Wir müssen jetzt nämlich zum Lagerhaus. Haha. Das wäre jetzt mal extremst funny und lustig. So, fahren wir jetzt ganz dahinter. Und zwar gibt es hier eine freie Fahrt, warum auch immer. Sowas. Da möchte ich mir mal selber angucken. Da war ich. Hab's immer nur gesehen, aber nie ausprobiert. Und zwar seht ihr das da hinten bei dem Stein da? Ja. Da ist so ein Gesicht. Aber warum ist da so ein Gesicht? Ja, wir können hier nämlich so leicht reinfahren. Und zwar gibt es dann hier so einen kleinen Trick. Der steigt da aus, der steigt da aus. Das gibt's nicht.
geht da nicht rüber.